Also bei Audio ist ja, sind wir jetzt ein paar Tage wieder da, ist ja wie jedes Jahr quasi der Winterauftakt, nachdem wir uns hier eingefahren haben, nach der Langstrecke Dortmund, nach der kurzen Weihnachtspause, fahren wir immer nach ins italienische Sabaudia, ist bei Rom gelegen. Dieses Jahr eine Woche länger als letztes Jahr, für 3 Wochen. Olympia-Auftakt hat man auch, also das haben wir auch gut gemerkt. Wir haben wirklich im Verhältnis auch zum letzten Jahr gut die Umfänge hochgenommen, sind insgesamt einen 2,5-Tage-Rhythmus gefahren, haben aber in diesen 2,5 Tagen schon noch mehr und intensiver gearbeitet, noch als letztes Jahr. Also man merkt deutlich, dass auch so insgesamt die Anspannung im Team, wie auch gearbeitet wird in den einzelnen Einheiten, wie man versucht voranzukommen, dass es deutlich akribischer ist, dass man merkt, okay, das sind jetzt nur noch etwa 17, 18 Monate bis zum entscheidenden Ziel, wo man halt jahrelang darauf hintrainiert hat, und man versucht das dann halt noch strukturierter, noch effektiver zu nutzen. Am Anfang hatten wir einen leichten Kälteeinbruch, da konnte man halt mal aufs Ergo ausweichen, das war auch in Ordnung, und trotzdem sind wir halt in diesen 3 Wochen Trainingslager, mussten wir nur 2 Mal aufs Ergo ausweichen, sonst waren die Bedingungen sehr gut. Es war ein bisschen kühler als letztes Jahr, aber zieht man sich halt eine Schicht mehr an, das passt schon. Und wir waren natürlich jetzt nicht 2,5 Wochen am Stück immer auf dem Wasser, immer nur am Rudern. Wir haben auch mal Ausgleichssport gemacht, Krafttraining, alle 3 Tage Rennradfahren, auch meistens einmal in diesem 3,5-Tage-Rhythmus, so wie es halt gepasst hat, damit man mal ein bisschen aus dem Boot rauskommt, ein bisschen was anderes macht, auch mal was anderes sieht, quasi auf eigene Faust die Gegend um Sabaudia erkunden kann. Mein zweiter Partner, Clemens Ernstings und ich, wir sind auf jeden Fall erstmal gut vorangekommen, haben uns erstmal gute Sachen vorgenommen, vieles davon auch umsetzen können, auch mit Hilfe der Trainer. Wir konnten gleich am Anfang Messboot fahren, sodass wir über das gesamte Trainingslager auch direkt wussten, woran wir arbeiten müssen, um dann da jedes Mal wieder reingreifen zu können. Und ich glaube, das hat uns auch recht viel gebracht oder ganz gut was gebracht. Jetzt müssen wir einfach zusehen, dass das, was wir positiv aus Sabaudia mitgenommen haben, jetzt über die 3- bis 4-wöchige Pause zwischen Sabaudia und Sevilla, wo wir dann Mitte bis Ende Februar nochmal für 3 Wochen hinfahren werden, dass wir da gesund durchkommen, weiterhin akribisch arbeiten, uns nicht so sehr von den äußeren Umständen zu Hause ablenken lassen, sondern weiter fokussiert halt am Training dranbleiben.